Moin und herzlich willkommen bei Let's Bets Lego Batman, das Videospiel, Folge 13. Wir haben den Mad Hatter und Harley Quinn vermöbelt und jetzt geht es in der Flug der Fledermaus, wahrscheinlich in die nächste Fahrzeugmission, nachdem wir im ersten Block das Batmobil hatten, im zweiten Block das Batboot, haben wir jetzt wahrscheinlich gleich den Batcopter. Wahrscheinlich hast du den Robin-Copter. Und ich hab den Batwing. Das Batmoppet. Sorry, jawoll. Ihr müsst das übrigens, Bat-UFO. Ich wollte sagen, ihr müsst es übrigens entschuldigen. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, war ich zwischenzeitlich auf einem Festival. Dementsprechend ist meine Stimme hardly dirt. Okay, wir haben Scarecrow in einem Doppeldeckerflugzeug. Mega also. Witzig. Ergibt Sinn, dass er sein Angstgas quasi wie ein Pestizid. Ja, wahrscheinlich. Also, Professor Jonathan Crane, auch bekannt als Scarecrow, ist ein widerlicher Wissenschaftler. Schöne Alliteration. Ein widerlicher Wissenschaftler, der angsteinflößende Gifte benutzt, um die Phobien seiner Gegner auszunutzen. Er benutzt seinen Doppeldecker und Angstgasbomben, um Furcht und Schrecken über Gotham City zu verbreiten. Das ergibt mega Sinn, weil das richtig aussieht wie so ein Redneck-Pestizidflieger. Ja. Also. Ich finde es auch schön, dass der auch. Da hinten, wenn man mal auf den Heckrotor achtet, dass da auch nochmal so ein Scarecrow drauf gemalt hat. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der kennt sein Franchise. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das in einem Comic auch vorkommt. Also wo die tatsächlich gegen so einen kämpfen. Tötet. Voll getroffen. Dass er sich so freut. Nächstes Mal noch einen schönen Looping kriegen. Würde ich auch. Auf jeden Fall. Wenn ich Batman abschießen kann. Ist aber schön, dass Robin vorher in Deckung gegangen ist. Na. So. Gut, dass man da auf keinen Fall irgendwie drüber oder drunter herfliegen könnte. Wo bin ich denn? Ach, da hinten bin ich. Okay. So. Ich bin der Kill-Copter. Wir müssen wieder in diesem Level aufpassen, dass das Spiel nicht wieder völlig zu überfordern. So, da vorne fallen Bomben runter. Kann ich da irgendwas mit machen? Nee. Also hier sind diverse Giftgas-Dinger. Ich versuche gerade mal... Ah, okay. Ich weiß nicht, ob es mich getroffen hat. Das weiß ich auch nicht. Oder ob ich dies getroffen habe. Also der Luftballon hatte sich auf einmal spontan abgelöst. Ich habe jetzt auch irgendwie so Dinger hinter mir herfliegen. Ich weiß nicht, ob das... Das sind... dann sind das Spezialattacken, die du mit B starten kannst. Genau. So, dass Batwing kann Torpedos. Ah. Da muss ich die Dinger abschießen, damit sie hier... Okay. Vollkommen logisch, intuitive Spiel. Ja, das ist erstmal alles ein bisschen unübersichtlich wieder. Aber natürlich geht das Ding dabei kaputt und ich kann es nicht ein zweites Mal benutzen. Das ist doch klar. Also das war ja vorhersehbar. Ich glaube, diese Bomben, die dürfen wir einfach nicht erwischen. Ja, wahrscheinlich dürfen wir da nicht gegenfliegen. So, was haben wir denn hier noch da hinten? Genau, was zum Zerstören. Hier sonst noch? Können wir jetzt langfliegen? Da wollen wir aber noch nicht langfliegen. Ich glaube, ich habe gerade das Bat-Signal oder sowas zerschossen. Das würde ich auch machen, wenn ich Batman wäre. Dann musst du dich damit nicht mehr rumärgern. Ja. Achso, das bin ich. Ich muss auch immer gucken, wo und was ich bin, aber... Was ist denn das hier? Oder habe ich hier gerade die Torpedos? Da hast du die Torpedos gekriegt. Ah, okay. Ja, so langsam habe ich ungefähr... Da drehen guck mal, wir. Da ist dann die unsichtbare Wand. Gut, dann würde ich sagen, rechts weiter, wa? Ja. Ah, guck mal, da sehe ich auch schon die Ach, nächste... Ach, da komme ich nicht durch hinten. Ah ja, ich sehe schon. Ich mache hier einfach alle Luftschächte Platz. 2 von 6. Huch. Achso. Ach, das ist Scarecrow sein Doppeldecker. Ja. Und da hat er... eine Ölpipeline zünde, die mitten durch ein Wohngebiet in Gotham City geht. Manchmal frage ich mich, wer installiert diese Infrastruktur? Wer konzipiert das eigentlich, ne? Also ernsthaft. Manchmal wundert mich in dieser Stadt einfach nichts es mehr. Es gibt bestimmt irgendwie Dr. Architect oder so. Das ist dann ein Superschurke, der besonders bösartige Städteplanung Du musst macht. Mal bitte dein Torpedo gegen dieses Geschütz, sonst macht es mich gleich platt. Aber ich glaube, Captain Architect ist nichts gegen Captain Kotzebart. Captain Kotzebart, ja. Oder den Condiment King. Ja, aber Captain Kotzebart ist nicht so ordentlich. Genau, Captain Kotzebart gibt's halt auch. Captain Kotzebart müssen wir ein bisschen gerade erklären. Oder ich muss es, glaube ich, erklären. Ich war auf diesem Festival.
Und wie ich es schon angekündigt habe, war auch David Hasselhoff da. Es war natürlich die pure Eskalation und es war sauwitzig. Also ich habe noch nie so viele... Direkt davor hat Sabaton gespielt, eine Power-Metal-Band. Ich habe, und da direkt David Hasselhoff im Anschluss gespielt habe, ich habe noch nie so viele Hardcore-Metaler auf I've Been Looking for Freedom-Style gehen sehen. Ich habe generell noch nie Hardcore-Metaler auf I've Been Looking for Freedom-Style gehen sehen. Wahrscheinlich gehen aber auch Hardcore-Metaler gar nicht erst auf Sabaton-Style. Man weiß es nicht. Ich kenne die Band nicht so gut und deren Live. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich die anzugucken. Und wir haben es geschafft, uns danach in... also ich und meine Reisebegleitung, uns in die zweite Reihe bei David Hasselhoff zu dringen. Das heißt, wir standen tatsächlich vorne vor der Bühne. Das muss man irgendwie sprengen. Ja, ich habe gerade leider in die völlig falsche da Richtung oben ist ein Minikit, aber... Ja, ich überlege gerade, wo ich jetzt neue Torpedos herkriege, ob ich die einfach nachlade irgendwann oder... Nee, ich glaube, der musst du die hier wieder zu dem Ladespot zurück. Irgendwo. Auf jeden Fall, vorne in der ersten Reihe, das war sehr witzig. Ah ja, da sind sie. Und, da waren dann aber eben auch leider ein paar sehr hart angetrunkene Menschen. Unter anderem eben auch einer, der sich vollgebrochen hat, wie der Name Captain Kotzebart schon verrät. Und noch Essensstückchen quasi. Die kannst du, glaube ich, nicht abschießen. Da musst du, glaube ich, irgendwas Besonderes für haben. Ja, ich meine nur, weil das Ding halt... Nee. Nee, aber guck mal, das... Müssen wir die Bomben da irgendwie hinlocken? Geht das? Guck mal. Nee, dann gehst du selber drauf. Hat's mich aber kaputt geschossen. Ich weiß aber nicht... Aber wieso? Weil ich ungefähr 1000 Meilen davon entfernt eben war. Als du den Torpedo abgefeuert hast, ist aber da hinten das Feuer runter. Da, jetzt schon wieder, siehst du? Ach, das kommt wieder, näher rangehe. Das ist ja ätzend. Ja, oder das geht immer... Nee, eben nicht. ...an und aus? Nein. Sicher? Ich habe eben davor gewartet, da geht das nicht aus. Ah, okay. Sondern erst, wenn ich mich wieder wegbewege. Ja. Das ist halt... Ja, so. Ich sehe, was du meinst. Das ist schon ein bisschen nervig. Dann habe ich aber die Vermutung, dass wir hier da müssen dieses wir das Ding wegsprengen. Irgendwie kaputt machen müssen. Aber Frage ist, wie? Kannst du mit dem... Ich kann... Kannst du irgendwas machen, wenn du B drückst? Ja, ich drück gerade B, aber da passiert bei mir tatsächlich nichts. Nein. Ich glaube, ich habe nur Schaden genommen durch diese Bombe. Okay, haben wir noch irgendwo was übersehen? Weiß ich nicht. Aber Captain Kotzebart hat sich während des ganzen Konzerts immer wieder versucht, in die erste Reihe zu drängen. Also quasi von hinten die ganze Zeit permanent angedrängelt, getanzt, wie auch immer man das nennen möchte. Es war super eklig. Dann hast du da so einen fertigen, besoffenen Typen mit Stückchen im Bart, der da von hinten dich so antanzt. Boah. War nicht schön, war nicht schön. Dafür war The Hoff umso besser. Aber alles in allem, war ein gutes Konzert. Also, war ein gutes Festival. Meine Stimme ist hart weg. Merkt man fast gar nicht. Fast gar nicht. Kann ich irgendwie... Nee. Wenn ich das halte, passiert nichts. Wenn ich das halte... Ha. Hier so ein Barrel Roll machen. Ich versuche gerade irgendwie die anderen Tasten, aber also ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir das Ding halt irgendwie sprengen müssen. Das glaube ich. Also ich weiß nur nicht wie. Es kann halt auch mit dem Minikit zusammenhängen, aber irgendwie was er denn jetzt für einer? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Kann ich den gleich irgendwie abbomben, wenn der hier? Also ich kann auch nicht einfach durch das Feuer durchfliegen. Ja, das funktioniert nicht. Das war, dachte ich, selbsterklärend. Nein. Ah, guck mal, jetzt fliegt der... Nee, in eine ganz andere Richtung. Also diese Bomben, die verfolgen mich ja irgendwie. Ja. Uns beide so. Aber die machen auch ungefähr 20 Meter vor mir schon Halt und explodieren und ich bin tot. Da haben wir es wieder, Kinders, intuitive Spieldesign. Du bist draufgegangen. Ja, ich habe gerade überlegt, ob irgendwas passiert, wenn ich in deren Nähe eine Taste drücke. Ob ich die Dinger irgendwie ins Schlepptau nehmen kann, so wie in dem Pinguin-Level, weißt du? Ach so, wo ja. Wo wir die Bomben irgendwie ziehen mussten. Aber ich glaube nicht, dafür hast du die Torpedos hier. Ja, und mit denen kann ich halt nichts machen. Das ist ja nervig. Gibt's denn... Also... Hier noch etwas anderes? Guck mal, da oben ist doch der Flieger. Wieso kann ich den nicht... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist das ätzend. Also, liebe Spieledesigner, gut, dass ihr da später dazugelernt habt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Also, wir kommen hier ja nicht rüber. Man kann auch irgendwie nicht... Das Ding kann ich auch nicht zerbomben, wahrscheinlich. Nee, man kann auch nicht per Detektivsicht da... Ich weiß nicht, kannst du über B die gesteuert irgendwie halten? Nee, ne? Nee, dann schießt er die Dinger einfach nur ab. Okay. Und dann...
war es das. Das ist hartnervig. Müssen wir etwas schon wieder in der Spielerlösung nachgucken? Das wäre echt peinlich, aber irgendwie... So, ich habe auch gerade gar kein Handy gerade griffbereit, um dies nachzuschauen. Also ich möchte auch noch nicht nachgucken, aber guck mal, ich habe gleich auch schon wieder keine Steine mehr. Also ich bin gleich schon wieder so oft gestorben. Ja, pass auf, dann versuch einfach mal zu überleben. Und sehr gut, du hast ein Smartphone da. Ich habe meins im Wohnzimmer gelassen. Ich muss hier gar nicht die Dinger abschießen. Nee. Ich kann die Dinger auch gar nicht gezielt abschießen. Wie heißt das Ding? Flieger? Nee, wie hieß das Level? Flug der Fledermaus. Also ich kann die aus der Luft schießen, aber dann passiert auch nicht wirklich was. Games World sagt, dieses Level hat einen Schwierigkeitsgrad von Mitte. Guck mal, jetzt bin ich auch komplett tot. Also jetzt habe ich keine Steine mehr. Ach so, okay. Jetzt kann ich auch keine mehr verlieren. So. Hä? Achso. Ach, das ist auch der Joker, der hier so Bomben abwirft. Ja. Also, pass auf. Das Spieldesign ist wieder richtig geil. Ja. Wir müssen wieder zur Brücke. Du kommst mit mir zur Brücke, ohne zu sterben. Okay, pass auf. Wir müssen hier diverse Gebäude zerstören. Und dann gibt es hier eine Minenstation. Ach. Und diese Schwebemine musst du jetzt mit die musst du jetzt, weil du den Helikopter hast. Ach so. Aha, und die muss ich jetzt dagegen schleudern. Ja, also... Mal wieder alles... Also, klar, irgendwo... Wir haben relativ schnell gerafft, dass es irgendwie sowas sein muss. Aber... Achso, dann schleudert das aber gleich erstmal auch noch hier gegen. Ja, das können wir. Aber das halt jetzt irgendwie... Da dann diese Minenstation rausgekommen ist, das hätten sie vielleicht kurz irgendwie kennzeichnen müssen. Also in anderen Lego-Spielen haben sie es dann später, dass dann zumindest die Kamera kurz dahin... hinschwenkt und ranzoomt, wo man gerade etwas gemacht hat. Dass ja, man auch wirklich unmittelbares Feedback bekommen hat. Ja, aber wie gesagt, wir sind immer noch im ersten Teil und wir sind verwöhnt. Wir spielen ja quasi von hinten nach vorne. Also privat, für euch jetzt nicht. Ah, meine Mine, ah. Ich will sie wieder haben. Zack, da ist sie. Zum Glück ist sie da oben wie Zauberhand liegen geblieben. Ach, guck mal, ich kann sie da jetzt auch drauf lotsen. Siehst du das? Ja. So, ja, wir sind hier im ersten Teil, wir sind verwöhnt, aber das ist dann halt trotzdem einfach kein gutes Spieledesign das in stimmt. diesem Fall. Das stimmt, da hast du recht. Deswegen, wie ich schon sagte, gut, dass sie dann in den späteren Spielen dazugelernt haben. Ist schon anstrengend jetzt. Das wäre sonst... So, wo bin ich da? Bin ich? Wieso schickt der mich denn schon komplett durch diesen halben Level durch? Weil es so, guck mal, da ist jetzt was Lilanes, das kann ich jetzt abballern. So, habe ich jetzt ein Medikit. Hier ist was Silberglänzendes, da kannst du gleich Bomben gegenwerfen. Ich muss natürlich nur erst die Bombe finden. Ah, da ist noch mehr, was ich zerschießen kann. Okay, man verliert so schnell den Überblick, weil jetzt in diesem Fall auch noch der... Da ist die Mine. Der Copter und der Dingens sich so ähnlich sehen, der Batwing. So. Aber, ach ne, ich muss ja auf den Tank in die Mitte werfen. Ach, nee, auf diese auf mehrere Sachen kannst du hier Bomben werfen. Okay. Guck mal, hier ist ein Batman-Symbol. Hier kriege ich dann jetzt wahrscheinlich neue, genau, hier kriege ich neue, was auch immer, Torpedos. Torpedos, glaube ich. Und ich habe die Mine. Oh Gott, sind wir Idioten. Ich fühle mich wie eine Abrissbirne und komme nicht zum Zug. Ah, guck mal, kann ich auch nur in einem ganz bestimmten Winkel da reinziehen. Das ist wie Curling hier. Ja.
nur dass Curling eben komplett anders ist, aber... Irrelevant. Guck mal, da kann ich noch was zerbomben. So, was habe ich hier jetzt freigeschaltet? Keine Ahnung. Ach guck, hier machen sie es dann. Ja. Hier gibt's da diesen kleinen Zoom. Vor allem sehr lange und sehr deutlich für die ganz dumm. Wie uns. Ich wollte gerade sagen, also da man sieht ja, wir brauchen das. Ich muss mir jetzt eine neue Mine holen. Ah, ist das anstrengend. So, und jetzt dagegen aber. Hoppla. Zacka. So, ein von drei. Ja, ist ja gut. Ich fliege jetzt schon nicht weiter raus. Ich schwimme nicht zu weit raus, Kind. Guck mal, das zieht dann auch mich da doch mal mit, ne? So. Zwei von rein. Alles für das Minikit. Ja, natürlich. Alles für den Dackel. Das wäre auch ein bisschen unbefriedigend, würden wir das jetzt einfach sagen, nee, ist mir zu schwer, mach ich nicht. Ich gebe zu, ich mache das gerne bei Missionen auf Zeit. Ich hasse persönlich ja so Wettrennen. Missionen, die sind immer furchtbar. Oder immer auf Zeit irgendwelche Fahrzeugrennen oder sowas machen muss, da bin ich ganz schlecht drin. Ihr werdet es auch noch merken später, wenn wir irgendwann Arkham Knight spielen, wo man mit dem Batmobile spielt, ohne jetzt was groß von dem Spiel spoilern zu müssen, aber das haben wir auch ein paar Mal schon erwähnt, da darf ich so ein Ding nicht fahren. Ich komme einfach mit dem damit nicht klar. So, jetzt haben wir hier... So, jetzt können wir wieder stumpf draufballern. Also ich habe gerade schon einen... Ach, da ist jetzt auch Scarecrow sein Flugzeug. Ja, genau, das ist jetzt der Bosskampf hier. Ich habe auch schon geguckt. Einfach ein Torpedo auf ihn schießen bringt nichts. Aber er sagt mir dann, dass ich irgendwas mache. Ich habe ihn gerade an... Habe ich ihn gerade am Seil? Ich habe ihn am Seil. Ah, okay. Und dann müssen wir ihn jetzt... Irgendwo reinwerfen. Ich kann ihn übrigens nicht ans Seil nehmen. Also das musst dann du machen. Ja, die Frage ist halt, wo ich ihn reinwerfen soll. Ja, ich guck mal, ob ich hier irgendwo noch... Ich kann mir vorstellen, in die Geschütztürme des Jokers. Ja. Das sind diese lila-grünen Geschütztürme. Aber guck mal, hier kann ich jetzt Torpedos sammeln. Die mir aber nichts bringen. Ha. So? Ich habe ihn jetzt. Jetzt kannst du ihn nach torpedieren. Ah, ja, okay. Siehst du das? Ja. Aha, ja, jetzt habe ich ihn. Ich bin auch dabei aufgegangen. Okay, dann musst du ihn quasi festhalten. Dann musst du ihn einfach gleich festhalten. Dann hat das mit diesen Geschütztürmen nichts zu tun, sondern die sind einfach nur nervig. Okay. Aber dann kann ich bestimmt hier noch was. Da war noch so ein Gargoyle. Kann ich den noch killen da unten? Ich würde den ganz gerne killen, aber das funktioniert nicht so richtig. Okay. Er haut ab. Der Schwein. Komm mal zu. Er verfolgt halt mich. Ja, komm mal bei mich bei. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Das war auch eine sehr kleine Explosion. Man muss dazu sagen, das ist aber wesentlich logischer und zielgerichteter als mit Harlequin. Auf jeden Fall. So. Zack. Aber auch wieder ähnlich wie bei Harlequin. Ja. Ein Kampf, wo ich mich frage, wie machen die das im Singleplayer? Da muss man da die ganze Zeit hin und her switchen? Ich glaube ja. Guck, er hat's auch bestätigt. Wobei du hier eine gewisse Statik hast, während. Das ist witzig. Dieses Hündchen. Das ist niedlich. Jo, Level abgeschlossen. Gut, bis auf diese eine kleine Ungereimtheit oder Ungenauigkeit war es eigentlich auch ganz witzig. Es war eigentlich ein bisschen kurz, muss ich gestehen. Ja, ich hätte mir das Level ein bisschen länger gewünscht. Irgendwie schon, ne? Also. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach irgendwas nicht bemerkt haben. 72% immerhin. Dafür, dass ich so oft gestorben bin. Dafür, dass du beinahe draufgegangen bist. Also so. Das heißt beinahe, ich bin ständig draufgegangen. Ja, aber ich meine so richtig mit keine Steine mehr und so. Ja. Ich kann gleich gucken, ob ich neue Charaktere kaufen kann. Stimmt. Dann kehren wir am besten auch gleich einfach in die Betthöhle zurück. Ach, guck mal, da bauen wir den Doppeldecker. Sicher, das könnte auch eine Schildkröte sein.
Wenn man seinen Kopf schief legt und dann schielt, sieht es aus wie eine Ente. Okay. Ergibt jetzt nicht so Sinn. Für diejenigen, die das nicht verstehen, guckt das Let's Play von Buckteeth Bannock zu Monkey Island 3. Das habe ich schon wieder vergessen. Gibt es doch die Totenkopfinsel, die dann aussieht wie eine Ente. Aber wenn man seinen Kopf schief legt und dann schielt, dann sieht sie aus wie ein Häschen. Ach so, ich dachte, dann sieht sie aus wie ein Totenkopf. Ja, das versucht einem der Fährmann, der fliegende Waliser, auch zu erklären. Aber nein. Warum laufen die immer weg? Vielleicht stinkst du. Nein. Wo willst du hin? Ich wollte mir eigentlich Nightwing holen, aber hat nicht funktioniert. Jetzt gehen wir dann doch in den Aufenthalt. Kommen gleich schon wieder. Du hast einfach Alfred geschlagen. Und das hat dich so sehr erschreckt, dass du runtergefallen bist. Ja. Das ist mein Butler, ich kann mit dem machen, was ich will. Das Bitch. Ist gemein. Guck, da hast du deinen Nightwing. Nein, hab ich nicht. Nein, hast du nicht. Er ist weggelaufen. Blöd, Mann. Daten brauchen wir nicht. Charaktere. Bruce Wayne. So, was haben wir hier denn schon gerade? Mit dem Mad Hatters Gleiter. Ja, machen wir erstmal Charaktere. Der ist noch gesperrt. Sind auch gesperrt. Sind alle rot. Man-Bat. Man-Bat. Immer. Auf jeden Fall. Den Hutmacher. Pinguin. Das ist ja, Mann. Der Kampf-Pinguin. Jokers Schläger. Jokers Handlanger. Wie böse der guckt. Er ist ein wütender Clown. Der guckt so ähnlich wie Buckteeth manchmal. Wenn der so ein richtig böses Gesicht macht, dann zieht er die Mundwinkel auch so weit nach unten. Fehlt nur der Vollbart. Clownschläger, dafür haben wir nicht mehr genug. Ich glaube, das war's dann auch schon. Was war das hier? Ach, Polizeimotor. Da ist noch was. Das U-Boot. Das Robins U-Boot. Auf jeden Fall. Mad Hatters Dampfer. Hat der so zwei Schaufelräder? Ja, so? Das ist halt eben so ein... Ein Schaufelrad. Keine Ahnung was. Witzig. Schaufelradbagger. Den Privatjet können wir uns dann nicht leisten. Nee. Und Mad Hatters Gleiter auch nicht. Okay. Na gut, dann... Kaufen wir sinnlose Daten. Auf jeden Fall. Vor allem waren dann ja auch so Daten bei, die man einfach später im Spiel dann sowieso noch kriegt. Da war ja eben, als wir das gekauft haben, so irgendwie, ja, der zweite Vorname des Pinguins ist Chesterfield. Und dann kam später dann die Mission mit dem Pinguin und da hieß es dann Oswald, Chesterfield, Cobblepot, bla 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 bla. Wo ich mir nur denke, ja, vielen Dank, Spiel. Tu mich auch. Dinge, die die Welt nicht braucht. Gut, ich würde sagen, vor diesen... Geh da mal weg, Batgirl. Wow. Du stehst im Weg. Ich wollte mich hier ikonisch vor unsere... Zieh dir einfach ein Hawaii-Hemd an, dann regelt sich das ganz schnell. Oh, das muss ich noch erzählen. Wo ich das gerade... Wie wir jetzt wieder gerade auf witzige Verstümmelungen innerhalb der Bat-Familie zurückkommen. ich habe vor einiger Zeit T-Shirts geshoppt. Und zwar, es gibt ja immer diese amerikanischen T-Shirts, die immer so witzige Sprüche haben und dann auch gerne einfach Filme miteinander mischen. Unter anderem habe ich jetzt auch so einen Film, wo dann einfach das Bild von der Animated Series ist mit Batman und Robin, die dann aber einfach als Meerjungfrau, Mann und Blaubaschbube da unterwegs sind. Und dann gibt es da auch ein wunderschönes T-Shirt, wo dann auf Englisch drauf im I used to be a Robin like you, but then I got a crowbar to the face. Für alle Nicht-Englischsprachigen müssen wir das erklären. Ich war einst ein Robin wie du, aber dann bekam ich eine... Ich vergesse immer das Ding. Brechstange ins Gesicht. Das bezieht sich natürlich auf den wunderbaren, ikonischen Spruch aus Skyrim, ist das, ne? Genau. Wo eine Stadtwache auch immer sagt, einst war ich auch ein Abenteurer wie du, aber dann bekam ich ein Knie ins Pfeil. Ein Knie ins Pfeil, genau. Ja. Ein Pfeil ins Knie. Lustigerweise übrigens wohl irgendwie eine skandinavische Redewendung, die bedeutet, dann habe ich geheiratet. Genau. Sagt zumindest das Internet, ob das stimmt. Und wir wissen ja alle, was im Internet steht, ist wahr. Sprach schon Abraham Lincoln. Ist, genau. In einem Gespräch mit Gandhi. Auf jeden Fall. Gerade er. Das ist wie bei Dr. Strange, wo er mitten in diesem Kloster ist, in diesem magischen Kloster und dann einfach nach dem WLAN-Passwort fragt. Nee, er fragt ja nicht danach. Er bekommt ja einfach nur diesen Zettel, wo dann Shambhala draufsteht. Er fragt, was ist das? Mein Mantra? Das WLAN-Passwort. Wir sind doch keine Wilden. Interessant. Irgendwie so ähnlich. Gut. Schauen wir doch mal eben kurz, wer als nächstes dann auf dem Speiseplan steht. Die Stille der Nacht. Das klingt wie ein schlechter Schundroman.
Das stimmt. Ich habe aber keine Ahnung, wer da dann jetzt noch drinstecken könnte. Stille der Nacht? Weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Ciao.